Hallo, herzlich willkommen bei Konradin Industrie TV hier auf der SBS 2019. Und neben mir steht Martin Canciora, Senior Marketing Manager für die Region EMEA bei Panduit. Vielleicht starten wir mal kurz damit, dass Sie Panduit kurz vorstellen. Ja, Panduit ist ein amerikanisches Unternehmen, inhabergeführt, gegründet 1955 und sehr technikgetrieben, ingenieurgetrieben. Wir haben über 2000 Patente und sind in den Geschäftsfeldern Netzwerkinfrastruktur und industrielle Infrastrukturen unterwegs. Und was sind so die Themen, mit denen sich Panduit zurzeit beschäftigt? Also, ich fange mal bei den Produkten an. Wir haben hier auf der Messe, stellen wir unser neues Produkt VeriSafe vor. Damit bringen wir mehr Effizienz in sicherheitsbezogene Themen. Das ist ein Produkt, mit dem man per Knopfdruck im Prinzip die Spannungslosigkeit eines Schaltschrankes, eines Gehäuses feststellen kann. Und das ist geprüft und zertifiziert nach der NFPA, der National Fire Protection Agency, die übrigens, nur so mal by the way, nicht an den Grenzen Halt macht. Das kann man sehen, also im Schifffahrtsbereich, die arbeiten ja auch schon internationaler zusammen und auch dort werden Schaltschränke mit unseren Produkten ausgerüstet. Und das können Sie sich ja gut vorstellen, dass nicht kurz hinter Irland auf einmal die Schiffe Halt machen. Also Thema Effizienz ist ganz wichtig bei Panduit. Effizienz ist sehr wichtig und wir haben da auch übergreifend ein Thema. Effizienz und auch Klima ist ein ganz großes Thema. Wie sparen wir mehr Energie ein? Wie sparen wir mehr Waste ein, also mehr Abfall? Und das ist bei uns ganz, ganz oben aufgehängt. Das geht schon beim Inhaber los. Das geht bis hin zum CEO runter zu allen Ebenen, auch bei den Kunden, die danach verlangen. Und das ist bei uns ein Thema, was ungewöhnlich für amerikanische Unternehmen ist vielleicht, aber sehr spannend, weil es auf der anderen Seite mit allen unseren Initiativen, wir haben den Wasserverbrauch im Headquarter in Chicago reduziert, wir nehmen Abfall zurück bei Kunden, wir bringen mehr Energieeffizienz in Rechenzentrumslösungen rein und das gibt den Mitarbeitern und auch den Kunden wieder einen ganz anderen Sinn und damit sind wir auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, auch thematisch. Also so Teil der Firmenkultur, kann man das sagen? Ja, kann man durchaus sagen, ist Teil der Firmenkultur und es wird von oben her wirklich gelebt und da gibt es eigene Organisationseinheiten, die sich damit beschäftigen und es ist auch vom Kunden immer stärker gefordert und auch gewünscht, die das wollen und die danach verlangen und man sieht da schon einen Trend und es mag ein Trend sein, der vielleicht bei deutschen Unternehmen nicht ganz so schnell angekommen ist und wir beschäftigen uns stark damit und versuchen damit neuen Initiativen noch weiter zu gehen. Das heißt, die Nachfrage oder der Bedarf kommt auch aus dem Markt und bei den Kunden nach solchen Themen? Ganz genau, ganz genau. Und wir können das auch messbar machen. Also wir haben auch Zahlen dafür. Die werden wir jetzt in Kürze auch in einer Broschüre veröffentlichen und auch im Internet nochmal darstellen. Also wo wir wirklich zeigen und sagen, was wir alles genau für die Umwelt tun. Und das gibt dem einen ganz anderen Charakter und sie kommen auch in ganz andere Gespräche mit den Kunden rein. Letzte Frage, sehen Sie das, weil ich meine, die SBS ist auch immer so ein Schaufenster für die aktuellen Trends. Sehen Sie das als einen Trend, der zurzeit so den Markt bestimmt? Naja, wir sind bei der SBS eher auf einer komponentenbasierten Messe. Ja. Also hier, wenn Sie sich umschauen, Sie sehen hier Getriebe, Sie sehen Motoren, Sie sehen Steuerungstechnik. Es geht nicht so um diese gesamte Lösung, es geht auch nicht um diese Zukunftsthemen. Die sehe ich hier nicht unbedingt. Okay. Aber Panduit adressiert Sie. Wir adressieren Sie für uns und auch für unsere Kunden. Alles klar. Schönes Schlusswort, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke. Dankeschön.